Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin Orange Jurassic Parker live aus Berlin und das ist Ihre Tochter Jackie O. Weinhaus. Du Weinhaus, wir machen heute was ganz, ganz Schönes für euch. Ja. Denn was genau? Ja, wir haben wieder mal einen richtig beschissenen Internet-Trend für euch aus der Tonne gezerrt. Und zwar dressing my mom up as me. Das heißt, ich dresse meine Mom up as me. Und ich dresse meine Tochter up also as me. Weil ein Transvestit allein ist ja nicht genug. Nee, und zwei Transvestiten sind doppelter Spaß. Und aber wir dressen gar nicht, es geht ja heute um Schminken, weil wir werden unsere Gesichter auf das Gesicht der anderen schminken. Das heißt, wir werden beide so richtig, richtig scheiße aussehen. Wissen, wenn wir aussehen. Aber nicht nur Gesichter, sondern auch Haar und Kleid werden wir tauschen. Seid gespannt. Ja. Und geängstigt. An der Kamera der wunderbare Ron van Looy. Und jetzt geht's los. Du hast aber auch richtige Büsche da oben. Ne? Ich bin der Theo Weigel, der Travestie. Ach so. Ja. Und kriegt es nie mehr raus, oder? Nee, Weinhaus. Deshalb bin ich auch so riesige Blöcke hier vorne. Du hast halt eine sehr fleischige Stirn. Wenn mir ist viel weniger Material unter der Stirn. Mhm. Also warum? Du hast halt sehr schwaches Bindegewebe. Das ist die Günther-Stirn, die hat meine Schwester auch. Die haben keinen Vater. Hallo, Papa. Fühl ich wie ein Briefumschlag. Ja. Du bist aber viel fetter als ein Briefumschlag, meine Liebe. Meine Liebe! Nein, du bist ja so schlank, wenn du durch Zaunlatten durch möchtest, musst du dich nicht zur Seite drehen. Nee. Also, so schlabberig da oben alles. Du musst echt mal zum Gesichtssport. Sturm Pilates. Ja, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich nicht rasiert bin. Weil ich nicht nackt im Gesicht sein möchte. Dann sehe ich nämlich aus wie ein gehirnamputiertes Männerbaby. Na, wart mal ab, wie du aussiehst, wenn du fertig geschminkt bist. Danach würdest du gerne so aussehen wie ein gehirnamputiertes Männerbaby. Augen zu. Ja, Vati. Man muss jetzt erstmal so eintrocknen, ne? Hörste. Ja, bist du halt am Hören. Aber Hörste. Klatscht denn da so? Deine Mutter. Was? Margitta! Augen zu. Nee, Sven klatscht Jule gerade auf den Arsch. Hast du gut gemacht. Dumme Sexistenkuh. Jessica? Mhm. Mach damit deine Stirn fett und verzweiflungsfrei, dass gleich die Lifting Clips. Was tut der Haut, Alter? Guck das mal an. Sieht, als hätte ich eine Teewurst abgerieben. Mit einer sehr, sehr sauberen Pinsoir. Mm. So, Alter. Ja, ob das was wird. Was denn jetzt schon wieder? Du bist halt. Das ist ja noch ein loseres Bindegewebe als ich. Ich werde, glaube ich, sehr, sehr viele Falten auf die Stirn kleben. Jetzt sieht sie eigentlich ein bisschen aus wie eine Art Mickey Mouse mit sehr lustigen Augenbrauen. Bin sehr lustig, ja. Macht eigentlich gar keinen Unterschied zu einer Seite. Das gefällt mir besonders, muss ich gestehen. Aber es fühlt sich ganz anders an. Und habe ich jetzt schlimme Falten dazwischen? Ja. Hollywood-esk. Du hast ein sehr engagiertes Gesicht, muss ich sagen. Oh nein. Ich hole jetzt hier. Während der Show macht es flapp und dann pfff. Dann siehst du auf beiden Seiten aus wie kalt da. Ja. Und dann sprühe ich hier oben immer Haar. Sehr kalt ist das! Also das ist das A und O, meine Liebe, bei dir. Fixation. Fixation. So, wollen wir mal gucken, wie es bei dir weitergeht? Ja, sehr gern. So. Oh, Entschuldigung. Wollt ihr nicht. Ach, nee, tun. Süß. Wahrscheinlich hast du dann ganz, ganz viele Szenen, wo ich immer ein sehr, sehr dummes Kalbsgesicht habe. Mm. Da könntest du dann best auf Rinderblick draus machen. Geht's schon kaputt? Naja, bei dir, der Kleber, irgendwie bei dir fusselt der sehr stark. Aber gut, halt interessant, wie unterschiedlich so Gesichter sind. Ich bin eine sehr staubige auch, offensichtlich. Aber ich habe ganz wenig, also ich habe guten Bartwuchs, aber es dauert lange, bis der da ist. Von daher ist das jetzt das Maximale, was in 3-4 Tagen irgendwie so ging. Wollen wir vielleicht bei meiner Perücke einfach Haare rausschneiden und die so rankleben später? Ja, gute Idee. Ich mache mir jetzt meine Grundierung drauf, weil du hast ja so eine puppenzarte Porzellanhaut. Ja. Und du machst ja immer nur so ganz leichtes. Genau. Meine Foundation ist tatsächlich eine Nivea-Creme. Weil ich auch so eine Blasse bin. Von daher mache ich jetzt schnell hier so mein Gesicht. Also, du foundierst es. Und dann, wie machen wir das eigentlich mit deinem Bart? Wie schminken wir den dann auf so ein bisschen mit so Lidschatten? Oder wie haben wir uns das gedacht? Hast du dir das gedacht? Ja, wir schneiden Haare von meiner Perücke ab und kleben die ins Gesicht. Jetzt wirklich? Ja. Ach so. So, guck mal, Ron. Guck mal hier. So, das wird jetzt ein Bart. Ich habe gedacht, das sind 5. Nee. Nee.
Oder was? Ein bisschen reinschmieren würde ich, damit du zumindest einen Übergang hast, weil sonst hast du halt so eine Kante im Gesicht noch. Ich zeige klare Kante. Du hast ja auch ein sehr, sehr großes Gesicht. Die mit dem großen Gesicht von uns beiden bist du. Stimmt, wie sagst du immer? Jugoslawische Tellermine, das war das Tier. Na, oder ein aufgespannter Regenschirm. Ja, mit Ohren. Oder eine Satellitenschüssel. Mhm. Jugoslawische Tellermine, das darf man auch nicht mehr sagen. Ach so. So, guck mal, jetzt habe ich hier Bartwinkel. Das sieht bestimmt wahnsinnig beschissen aus, mein Haar. Also 1-1, ne? Eins wie es an. Sieht voll ähnlich aus. Aber es ist 1-1, ne? Weil wenn du abgepudert hast, nochmal drüber, damit es teigig, ne? Nö, ist ja normal. Ja. Das kannst du ja dann machen. Ja. Bring es jetzt mal raus, das wird nicht mehr. Das wird richtig beschissen. Bin fix und fertig jetzt schon, ne? Das macht viel weniger Spaß, als ich gedacht habe. Oh, Entschuldigung, du hast sehr tief sitzende Augen. Ich war. Wie bei einer Neandertalerin. Deswegen sind deine Augen auch immer so dunkel aus. Das ist eigentlich gar kein Lidschatten, das ist alles Schatten. Mhm. Du müsstest dir, wie Morticia Addams, einfach immer so eine Taschenlampe ins Gesicht halten. Mhm. Mhm. Frisch gewaschen auf 60 Grad heute, nur für dich. Meine sind nicht frisch gewaschen. Ach so. Du drückst halt auch sehr doll. Oh, Entschuldigung, ist es so fest? Nein, jetzt ist gut. Ja. Das war süß, danke. Direkt ins Gesicht gerührt. Mal hingepustert. Das riecht so schön nach Salami. Aber wenn ich da anmalen, ist halt echt eine Katastrophe. Ich hasse das. Zum Glück sind wir keine Make-up-Artists. Chef, du musst immer andere Gesichter schminken. Ja, hab ich kotzen. Horror. Hörst du bitte was? Horror. Auch so. Ich werde so beschissen aussehen. Ja, wahrscheinlich. Wie war dein Durchfall heute eigentlich? Leicht flockig. Oh, also... So? Ja, so. Oh. Ja, das ist Öko-Zeug. Kannst auch deine benutzen, wenn du magst. Geht ja. Ja, siehst. Aber es soll nicht so viel. Nicht so viel, sondern du weißt schon, dass du hier ein altes Männergesicht schminkst. Ja, du sollst trotzdem nicht so viel drüber schmieren. Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Sehr, sehr wirklich. Ich habe sehr daneben getupft. Naja, dann ne, sieht es halt aus, als hättest du. Unten auch? Ja, selbst ein Heroinproblem oder so. Das ist eines der wenigen Probleme, die ich nicht habe, meine Leber. Kommt ja vielleicht noch. Der Dalai Lama sagt auch jeden Tag was Neues, ja? Ach, der ist ein Junkie. Den sehe ich auf der Kurfürstenstraße in der Waldtoilette rumliegen. Dalai Lama? Ja. Ja, ist ein toller Mann auch, ne? Toller Mann. Toller Mann. So. Ja? Das ist echt süß geworden. Ja? Ja. Wenn du fertig bist, siehst du aus wie Betty Büchse. So, ich puste jetzt mal. Du hast übrigens auch ein wahnsinnig krummes Gesicht, fällt mir gerade auf. Ja. Das Auge ist bei dir ein Stück weiter unten als das andere. Ja. Das kann ich dir absolut auch mal vorhalten. Meine Nase ist sehr schief. Ja, sehr süß, aber alle auch. Sag mal. Ich forz dir gleich in die Fresse. Nee, komm. Ich geh jetzt mal an den Augeninnenwinkel. Oh, der Einliner. Der Einliner. Der ist aber schön geworden. Der Einlinerin. Ich bin ja der tolle Frau. Wow, das ist einfach so ein Wow-Moment gerade. Das ist ein Wow-Moment. Wow. Ja, bitte. Sind sehr poppige Farben. Sehr poppig. Du hast halt wahnsinnig wenig viel Platz, ne? Mhm. Ich weiß. Zwischen Augenbrauen und. Ich weiß. Das ist halt auch eine Herausforderung. Als bröselt halt, ne? Hab ich schon ganz grün in der Nase. Das ist wie Schimmel. Ein sehr schimmliges Gesicht von Jurassic Au. Hi, hi, Jurassic Au. Und die. Und die Augenbrauen, die malst du gar nicht nach? Später. Das mache ich, wenn ich den Nase konturiere. Darum, was ich für die Nase benutze, geht immer das kleines bisschen rüber. Gut. Ich glaube, ich werde heute aussehen, wie als Gina Tonic sich angefangen hat zu schminken vor 20 Jahren. Weil dieses herbe Männergesicht. Sei jetzt einfach kein still. Puppengesicht. Sei still. Halt den Mund. Mal was an Mund nicht bewegen, hast du eigentlich nicht geschnallt. Du machst immer so. Mann, ja! Jetzt. So. Ich geh nochmal hier hin.
dust in your life, baby. I wanna stay right in your... Warum darf ich meinen Mund nicht bewegen? Wenn Weil ich mit meiner Hand auf deiner Backe und auf deinem Kiefer liege und wenn du es bewegst, bewegst du aus automatisch den Pinsel mit und dann hast du halt Zeug hängen, wo es hingehört. Papi Breakout, falls du das jetzt siehst, du bist ja auch hauptberuflich Fremdgesichtsanmalerin. Scheiß Beruf muss das sein, oder? Mhm. Ja, boah. Ach, noch so ein paar Chips wären nice, Uwe Berger. Chips. Jetzt holt die Intendanz Zusatzchips aus ihrer heimischen Chips-Schublade. Hör halt auf. Mein Gott. Das ist ein Top-Look. Das ist eine tolle Sau. Ich hab meine Augen raus. Das ist eine tolle Sau. Beweg bitte in deinem Gesicht nichts, während ich drin rummal. Das ist echt ein Ergebnis, ne? Aber in einem Baumoment. Oh, ich finde, es geht. Ich sehe schon aus wie du. Du meinst richtig süß? Und sexy. Und halt auch im Rahmen der Möglichkeiten. Geil. Rames of the Mauglackies. Wie eine echte, oder? Ein Schnüss. Ich erschrecken. Ich wusste, dass du zupfst jetzt. Ich zupf jetzt. Ich dachte, du. Nee, ich zupf jetzt. Schminkst nochmal oder so. Besser schminken, nur halt anders. Ist nicht was drauf machen, sondern was wegmachen. Achtung. Ich sehe halt wirklich aus. Das ist halt wie Gin Tonic. Nicht weil du scheiße schminkst, sondern einfach weil das halt so ist. Du wirst nachher aus wie ein Monster. Komm ja, die Schnauze. Weißt du, was sehr angenehm ist? Also jetzt mal die Schnauze halten? Ja, wenn du schminkst, bist du so still, wenn du andere schminkst. So, mein Hausmann, wie geht's weiter? Überrasch mich mit deinem nächsten Schritt. Schritt. So, wasch dir aus. Wasch dir aus. Wasch dir aus. Weinhaus, wie lange machst du denn schon Travestie eigentlich? Travestie mache ich, glaube ich, schon mein ganzes Leben lang. Keine Presseantwort, sondern eine richtige Antwort. Mein ganzes Leben lang. Weil ich ja das erste Mal mit 3 Jahren auf dem Fasching der Ballerina war. Und beruflich? Beruflich? Seit 2008. Siehst du mal, so einfach kann die Antwort sein, wenn man die Frage präzise stellt. Kleines Püpschen gestattet. Lass mal zu, nicht bewegen. Nicht bewegen, Harry, nicht bewegen. Ich puste jetzt, Achtung. Achtung, ich komm näher. Dann mache ich an den inneren Enden von den Lashers nochmal ein bisschen Kleber ran und mache mal fest, mal die Ploppe immer so ab. Ich habe das Gefühl, dass die hier abgeploppt ist. Innen. Aber ist das der Fall oder nicht? Ich, das ein kleines bisschen, aber das Terrain ragt so in mein Sichtfeld rein. Die oder die? Hier ist so ein Balken vom Auge. Du bist ja halt doch einfach. Ne, was? Aber mit einem Bein nur. Also wir richten jetzt nämlich gerade die Bühne ein und wir werden heute natürlich auch, normalerweise sitzt die Weihnachts da und ich hier. Aber dann musst du auch das anziehen und ich ziehe die Dummenhaube auf. Ja, natürlich. Dummenhaube. Grüß dich. Ganz schön ungewohnt von dir drüben. Wo ist denn? Okay, danke, ich würde dich wieder hinsetzen. Ich bin schon gegangen. Ich sage alles Tresenpersonal, das noch nicht da ist, deswegen höre ich jetzt auf. Ah.